Ja, hallo. Da bin ich mal wieder. Ich nehme heute wieder ein anderes Video auf, kein Motorradvideo. Ja, ich habe heute ein größeres Paket bekommen, was auch reichlich schwer ist. Und ja, das will ich heute aufpacken, zusammen mit euch. Ich habe dieses Paket bestellt am 3.8.23 und heute haben wir den 30.8.23. Ja, so hat das Paket nicht mal 5 Wochen gebraucht, um bei mir zu landen. Ja, das Paket kommt von Toucan Hobbies. Es soll ein Modellbagger sein, den ich mir bestellt habe. Ich habe kurz nach der Bestellung auch freundlichen E-Mail-Kontakt mit Toucan Hobbies gehabt, die mich gefragt haben, ob ich das Modell wirklich haben möchte. Und dann habe ich ja gesagt. Dann haben sie es für mich wahrscheinlich auch zusammengebaut und haben mir auch ein Testvideo davon geschickt, von dem Bagger. Und ja, dann haben sie es abgesendet. Also 4 Wochen war es unterwegs gewesen und jetzt ist es da. Also danke nochmal, Toucan Hobbies, für die schnelle Lieferung. Ja, und ich möchte das jetzt mit euch zusammen auspacken. Also wie schon gesagt, das ist ganz schön groß und es wiegt bestimmt so 30 Kilo. Genau. Ja, mein gutes Messer habe ich hier. Und da wollen wir mal anfangen, das irgendwie aufzuschneiden. Der Abrutschstab nochmal. So, jetzt haben wir es auf. Dann wollen wir es mal aufklappen. Ja, also wir haben hier ein bisschen schwarzes Styropor, ein bisschen weißes Styropor. Also eingepackt ist er schon mal super. Ich nehme jetzt alles raus. Stapel das mal schön hier hin. Okay. Oder wollen wir erstmal den Karton aufmachen? Leider hat es ein bisschen gelitten beim Transport, sehe ich gerade. Ich hoffe doch, dass innen drin nichts defekt ist. Dann schieben wir das ein kleines bisschen rüber. Dann machen wir erstmal das Paket auf, bevor wir zum Bagger kommen. Ich bin aufgeregt. Ja, dann wieder ein bisschen Stück vor. Also gut verpackt ist schon mal alles. Gut verpackt. Also zu dem Bagger gibt es sehr viel Zubehör. Ich habe den Bagger bestellt mit dem Zubehör einen Reißzahn, eine große Schaufel, eine kleine Schaufel und halt einen 2-Schalengreifer. Mit der Option habe ich diesen Bagger bestellt. Den gibt es dann auch noch mit einem schwenkbaren Löffel zu bestellen und mit dem Holzgreifer. Genau. Also haben wir hier erstmal den Reißzahn, der mit dabei ist. Auch schön Gewicht. Sieht auch gut verarbeitet aus. Ja. Gut aus. So, hier ist auch was drin, keine Ahnung. Also wie gesagt, ich habe den 2-Schalengreifer bei mir dazu bestellt. Der war beim der Modell mit dabei. Und dazu habe ich bestellt den Schwenklöffel. Grabenrollenlöffel schwenkbar. Ja, das ist er. Das ist der Grabenrollenlöffel. Hier dazu ist dann die Schwenkeinheit. Drehbar und schwenkbar mit den 2 Zylindern. Sieht toll aus. Und ein Kleinteileset muss ich mich dann später mal reinfuchsen. Genau. Genau, und der kommt dann wahrscheinlich hier so rein. Super. Dann haben wir hier noch ein Paket. Das werde ich mal vorsichtig ein bisschen aufschneiden. Das ist der 2-Schalengreifer, der dann mit dazu ist. Wow! Auch wieder ein Kleinteileset mit dabei.
Schrankgreifer. Sehr groß. Hat auch Gewicht. Und wie gesagt, ein paar Kleinteile wieder. Das ist der, die Halteplatte, die dann hier oben dran kommt, die an dem, am Arm befestigt wird. Ja, das war der Karton. So. Dann haben wir hier einen Karton. Also schön ausfallen, nicht keine Angst haben, dass hier irgendwas kaputt ist. Ich muss es nochmal auf Seite legen. Und hier kommen noch Sachen raus. Hier ist ein Löffel. Das ist die kleine Schaufel, die gar nicht so klein ist. Also hier passt meine Faust rein. Ja, das ist die kleine Schaufel. Ja, das ist die große Schaufel. Große Schaufel, kleine Schaufel. Graben. Grabenräumlöffel. Grabenräumlöffel, kleine Schaufel, große Schaufel. Und dann halt der zwei Schalengreifer. Zwei Schalengreifer. Und der Reißzahn. Reißzahn. Also das wäre jetzt eigentlich das Set. Und das habe ich zusätzlich noch mit dazu bestellt. Mhm. Und wollen wir mal hier reinschauen. Ja, also hier sind auch nochmal Kleinteile drinnen. Ein 3mm Schlauch. Mhm. Falls mal irgendwo ein Defekt sein sollte. Mhm. Anschlussnippel. Der Stopfen, der dann oben drauf kommt. Auf den Öltank, damit das Öl nicht rausspritzt und der schön entlüftet werden kann. Teile zum Anbauen an die Fahrerkabine. Zusätzliche Sicherungen, die in dem Bagger drin sind. Ja, der ist mit richtig Sicherung ausgestattet. Das sind die Einstiegsleisten. Das ist aber eigentlich für den Kettenbagger. Ich habe aber keinen Kettenbagger bestellt. Okay. Ja, und hier haben wir dann die Fernsteuerung. Wie immer eine Fleißgeil. Genau. Mit mehreren Funktionen, also hier hinten ist dann noch Schild heben, senken und die Abstützung hoch und runter machen. Genau. Das wäre die Fernsteuerung. Und hier ist der Spiegel. Leider gibt es den nicht in Wagenfarbe, also da werde ich ihn wahrscheinlich noch lackieren müssen. Der ist grün gemacht, der Spiegel. Grün. Er hat zwar Spiegelfolie mit dabei, aber der Spiegel an sich ist grüne Farbe. Weiß ich nicht warum, ob das weiß ausgegangen ist. So. Ganz schön viel Müll. Jetzt habe ich hier auch noch was. Das ist wahrscheinlich das Aufkleberset, okay, was dabei ist. Weil da ist noch nichts angebracht. Wieder ein bisschen Styropor. Und da ist auch noch mal eine Kiste. Und ein bisschen Polsterung. Und eine Rabattkappe. Ja. So, was haben wir hier? Aha. Die Motorhaubenabdeckung ist das. In diesen Karton eingepackt. Die hat ganz schön Gewicht. Zwei Schrauben sind hier mit drin, okay. Dann lassen wir das mal hier drin, dass wir nicht die zwei Schrauben verlieren. Also das ist die Motorhaubenabdeckung, die man dann mal selber montieren kann und soll. So. Jetzt kommen wir mal zu dem großen Paket. Ja. Also schon mal gesagt, der ist gut eingepackt.
alles mit Styropor. Hier sehen wir schon das gute Stück. Also ich habe bestellt einen RC-Bagger, Maßstab 1 zu 14 soll es sein. Das ist ein Liebherr nachempfunden, ein Liebherr 946, und ich habe ihn aber als mobile Version bestellt. Also mobil bedeutet, dass er vier Räder hat und nicht als Kettenbagger. Und ja, hier gibt es eine Bedienungsanleitung. Und jetzt wollen wir mal sehen, dass wir das Ding irgendwie rausheben. Dazu werde ich mal aufstehen. Ja, das Schaltgewicht. Ja, der Stift richtig. Ah, schön. Ja, ist natürlich noch kein Öl drin. Er wurde zwar getestet, aber wieder abgelassen. Deswegen kann ich jetzt die Zylinder ziehen und so. Ja. Also es sind 946 mit Verstellausleger. Mit Verstellausleger. Zwei zusätzlichen Hydraulikkreisen. Also für das Schwenken und für das Drehen der Schaufel oder hier fürs Drehen vom Greifer und fürs Auf- und Zumachen, zum Schließen und Öffnen. Oh, der hat Gewicht. Gewicht, ja. Genau. Hier vorne sind die Abstützungen. Also ist auch ein Hydraulikkreis. Die Abstützungen, die dann runtergehen. So, mal. Bedienungsanleitung dazwischen stecken. Legen wir uns mit dazu. Ja, also einen Bagger kann man wo alles aufmachen, wie ich gesehen habe. Die Lenkung ist hier vorne. Und angetrieben werden beide Achsen. Schiebeschild hinten ist hydraulisch. Ja, hier ist Ein- und Ausschalter und die Sicherung. Die Fahrzeugsicherung, also falls mal irgendwas ist, kann man die schnell tauschen. Einfach aus dem Auto die Sicherung rausmachen und hier rein. So kann man weiterspielen. Die Türe geht aufzumachen. Hier drin ist auch ein Display dann, was dann anzeigt, wie die Betriebsspannung ist vom Akku und wohl der Hydraulikdruck, aber der soll wohl nicht so genau sein. Ja. Das ist mein RC-Bagger 946. Öltank. Der Öltank ist hier auf der Seite. Dazu müssen wir dann die Abdeckung abmachen und hier unten drunter ist dann der Öltank. Na, wie fühlst du dich? Oh, super gut. Ja, bin aufgeregt sehr. So, dein Backe ist da. Und mit einer Zippe.